Seid gegrüßt und willkommen zur 36. Episode meiner Divinity Original Sin Enhanced Edition Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Hatte ich jetzt mit der Ratte gesprochen? Ist das ein anderer? Moment mal, ein Hebel? Moment, Moment, komm mal zurück, komm mal zurück. Der seltsame Hebel. Moment mal, Hebel. Das hier sind ja... das sind ja alles Schalter. Moment mal. Wo der seltsame Hebel... Ich sehe kein Hebel. Fackel, Fackel. Ich drücke jetzt hier die Schalter. Gehen bestimmt alle drauf. Oh, verdammt. Bärdotter, kannst du sie heilen? Und Infektör. Oh, okay. Sind wir jetzt alle angesteckt? Hallo, geht mal weg, ihr Krankmachenden. Hallo, geh weg. Du musst mal heilen hier. Oh nein. Also beide am besten heilen. Und sie heilt sich mal eben selber. Hallo? Die Dinger machen halt das, was man erwartet. Fäulnis bedeckt bedeutet, man wird infectious. Ja. Okay. Du gehst mal. Was ist das hier? Abgenutzter Schalter. Oh nein. Unheilvoll. Das macht mir jetzt nicht so viel Mut. Freigeschalteter Schalter. Okay. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Push it 2. Frostiger Schalter. Gewöhnlich. Wir klicken erstmal oder drücken den gewöhnlichen. Hat das Wasser sich die ganze Zeit schon bewegt? Abgenutzter Schalter. Komm, drück mal drauf. Verkrüppelt. 3 Runden. Ja, das sollte ja gleich weggehen. Oh nein, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Der Bogen. Kombinieren. Wie können wir den reparieren? Oh, verdammt. Ach, wir haben ja zufälligerweise noch einen Bogen. Ja, das hat irgendwie nicht so geholfen mit den Hebeln. Unheil vollkommen. Ups. Skelett. Hi. Eine Truhe. Kleiner Trank. Pergament. Das ist bestimmt irgendwas Wichtiges. Oder auch nicht. Na super, wo ist denn das jetzt? Moment mal. Zuletzt hinzugefügt ganz oben. Ist leer oder was? Nee. Ach! Ich fürchte, dieses Schreiben ist der letzte Beweis für meine Existenz. Ich war ein Narr, hier nach dem Blutstein zu suchen. Zu denken, dass ich ihn hier mir schnappen könnte, bevor Pontius mich schnappt und mich hier im Wind baumeln lässt, war mein größter Fehler. Am schlimmsten ist, dass mir wahrscheinlich einfach nur das Wissen oder eine Reliquie fehlt, um mich vor diesem unrühmlichen Tod zu bewahren. Es muss doch einen Weg von dieser einsamen Klippe geben. Da ich aber ein zu großer Narr bin, ihn zu finden, sage ich meinem geliebten Rivellon Lebewohl und warte auf meinen Gang in die Halle der Seelen. Okay. Kleiner Heiltrank. Ach, das war der Heiltrank. Hier ist noch so eine Truhe. Das war's jetzt, oder was? Skelett, okay. Natürlich. Oh, oh, oh. Hi. Ratte, hallo.
Sprech mit dir, hallo. It's the strangest thing. Some folks wander into the bushes and never come back. It's like they just poof away. Okay. Ich gehe jetzt zu dieser Truhe. Sachen. Identifizieren. Gehärtete Lederrüstung der Luftresistenz. Und altes Faustmesser der Entweihung. Nehmen wir alles mit. Doch nun ist diese Truhe auch leer. Hier muss doch irgendwo... Truhe? Okay, man geht ins Gebüsch und kommt nicht wieder. Hier ist doch nur die Truhe, oder? Oh! Hier! Oh! Okay. Hier waren wir doch schon. Interessant. Okay, ich war ja hier überall schon. Warum werden wir hierhin gebracht? Leeres Fähigkeit im Buch der Erde. Okay. Nehmen wir mit. Ich denke mal, wir könnten uns auch zu den anderen porten, aber was bringt mir das? Cecil Verdingsbumsterhafen. Wir sind ja... Ne, Moment, wir sind ja hier reingegangen. Also hier runter. Aber keine Ahnung, müssen wir vielleicht doch irgendwo hier hin? Aber wie kommt man hier hin? Das schaffe ich ja nicht. Will dorthin. Ey, wäre mir dieser taubstumme Dieb da nicht gestorben, hätte ich mich bestimmt irgendwie dahin blinken können. Der hat doch sowas gehabt, meine ich. Aber hier ist ja nix. Hier geht's nicht weiter. Pakete? Kommt mal hier hin. Ihr habt ja schon den Haken betätigt und so. Globus? Ups. Ja. Oh, wir können das Gemälde mitnehmen. Ach, doch nicht. Geht mal hinterher wieder zu den anderen. Hier ist doch nichts. Keine Ahnung. Jetzt portet ihr euch mal eben zurück. Keine Ahnung. So, wieder zusammen, alle heilen. First Aid. Was haben wir denn noch unheilvoll? Freigeschaltet. Exotische Schalter, den hatten wir ja noch gar nicht. Das darfst du jetzt mal machen, Roderick. Du gehst mal eben alleine. Hier ist der Anfang. Und ich war so töricht, ihn alleine drücken zu lassen. Jetzt kann ich mit dem hier wieder zurücklaufen. Oh nein. Oh, lauf. Ach, warte mal. Ich kann es doch ganz schlau machen. Du hast den anderen Stein, oder? Ach nee, du hast den wohl. Roderick. Oh, du hast ziemlich viele Sachen. Tada. Ja.
Jetzt sagen wir, lassen doch wieder sie alleine laufen, weil sie kann mit den Tieren sprechen, die es ja hier gibt. Freigeschaltet, exotisch. Frostig, ja, kommt den auch. Tja, das wird ja weggehen. Zwei Runden. Da, da, da. Ist hier irgendwas? Nö. Begrabener Schalter? Moment. Was, 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 was? Sind ja noch mehr Schalter. Careful! I've spotted a trap. Ah, so that's what that did. Hui! Lederarmschienen, leeres Parfümfläschchen. Ja, nehmen wir mit. Geblendet. Oh, hier waren wir noch gar nicht dran. Nehmen wir. Gut, dass geblendet nur für den Kampf ausschlaggebend. Das ist ja noch ein Schalter. Vibrierender Schalter. Witzige Sachen hier. Verdammt. Ich hoffe, wir können sie noch irgendwie wieder, bevor sie stirbt. Ey, komm du. Lauf. Ich will sie halt wiederbeleben oder so. Oder heilen. Puh. Sie wäre doch nicht down gegangen. Ich das vielleicht vorher machen sollen? Da, da, da. Kannst du dich wieder selber heilen? Ich bin jetzt aber auch nicht mehr so sicher, ob ich wirklich alle Schalter betätigt habe. Aber das ist ja die Stelle, von wo wir gekommen sind. Hier kann ich ja nicht hinlaufen. Moment mal. Möchte ich hier hin? Hier ist einfach die andere Seite. Der Rest kommt mal hinterher. Hat die Ratte mir was zu sagen? Ja, ja, ja. Hier haben wir angefangen. Oh, hier ist auch ein Schalter. Schalter voller Kreide. Oh, oh. Alle da. Och, wir könnten ihn auch hier, Eiseskälte einfrieren. Waffen? Schade. Es kostet ja nur 3. Oder ist vielleicht so? Oh nein, ich habe jetzt 3 Punkte verbraucht. Hm. Alles klar. Du chargst mal direkt dahin. Ach ja, eingefroren ist immun gegen Niederschlag, dann hau so drauf. Direkt angreifen. Sehr gut. Jetzt einen Schritt näher ran. So, voll gut. Aber trotzdem nicht weiter. Oh Mann. Hier kommt hinterher. Abgenutzt, da waren wir auch schon dran. Gewöhnlich. Schalter von Race. Das ist der einzige Schalter, der sich unterscheidet so vom Namen, weil der hier von heißt. General Race Puppe.
Okay. Eine Puppe, die einen berüchtigten General einer fernen Zukunft darstellt. Wenn ihr sie in den Händen haltet, verspürt ihr den Drang, Hebel zu betätigen. Okay. Kann ich jetzt irgendwie was anders machen, oder was? Gewöhnlicher Schalter. Ah, ich kann die Schalter jetzt nicht mehr betätigen, weil ich wahrscheinlich alle schon durch habe, oder? Ups. Freigeschalteter Schalter. Jetzt bin ich hingelaufen. Oh, wie viele hier sind von den Minen. Aber was für ein Hebel überhaupt? Mann. Oh nein! Ein warmer Schalter. Ernsthaft? Dass sie auch da voll reinspringt, ey. Einsetzen. Sorry, Scarlett. Was hab ich getan? Ach so, Schnellspeicherung. Huch. Da. Okay, brennender Schalter. Das würde ich Ihnen mal machen lassen. Ach so. Du kommst ja wieder zurück, Fräulein. Du heilst sie zu Ende. Dich ziehen wir mal eben ab. Hallo, Roderick? Du bist nicht Roderick, warte mal. Du bist Roderick. Ihr geht mal eben dahin. Oh nein, Ratochi ist tot. Egal. Feuer. Ein warmer Schalter. Ach so, der hat gerade hier... Ah, oder? Hui! Okay. Rohes Fleisch. Darfst du haben. Unheilvoll. Oh nein, es sind hier überall die... Die ganzen Fässer sind jetzt kaputt gegangen. Die hier eigentlich alles abhalten sollten, dass es... Okay. Die Frage bleibt dennoch. Und was für ein Hebel ist gemeint? Da. Ich sehe nichts. Da auch nicht. Hier auch nicht. Kerzen. Frostiger Schalter hatten wir. Exotisch hat irgendwas geportet. Freigeschalteter Schalter, die hatten wir auch. Da ist die Kiste runtergefallen. Ich habe echt keinen Plan. Fass. Geht das? Wieso? Ich hätte eine Sekunde früher auf Feuer dingsen sollen, glaube ich. Viel zu gefährlich irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, ich greife mal eben alle Minen an. Ist mir echt zu gefährlich. Da. Wow. Dass ihr dann trotzdem angreifen müsst. Haben wir jetzt alle Minen durch? Aber was für ein Hebel ist denn gemeint, verdammt?
Kerzen, Kerzen. Das sind die Dinger, wo das Feuer rauskam. Fackel, Kerzen. Freigeschalteter Schalter. Komm, alle gehen jetzt mit. Da, da, da. Nicht, dass ich hier noch irgendwo hin muss. Oh. So. Oh. Hi. Oh nein, lauf doch nicht dahin. Nein, du hättest... Oh. Verdammt. Absorbiert. Der Sack. Okay, wir hätten den angreifen sollen. Schauen wir mal, was die Gegner so machen. Ah, sehr gut, verfehlt. Ey. Das kriegst du wieder. Sagen wir, buffen ihn lieber. Macht immun für Vergiftung. Nahkampfangriffe gegen das Ziel können Angreifer vergiften. 4 kostet das, kann auch nicht weiter. Schade. Schnellleiste? Nö. Chillt doch mal. Ja, einen von den beiden werde ich jetzt einfrieren. Sehr gut. Dann gehen wir hier hin. Du schießt ihn ab. Pew. Ernsthaft? Oh, verdammt. Bärdotter. Greif ihn an. Hierhin. Du. Angreifen. Jetzt nochmal draufhauen, oder? Kriegst du das hin? Nö, kriegst du nicht hin. Der ist ja auch fast... Nee, der ist voll. Hä? Ach, der kann spucken. Okay. Keine Ahnung. So angreifen? Pew. Ah, mit beiden greift er dann an. Cool. Genau. Geht natürlich wieder nicht. Was macht er denn mit seinen Stöckchen? Ach ja, der ist ja auch noch da. Wenn du mal hier Feuer machen könntest. Niedergeschlagen. Lass jetzt mal Feuer, mein Freund. Ich hätte hier direkt wechseln sollen, ne? Feuerzauberstab. 25 bis 40. Ja, viel ist es nicht. Keine Ladung mehr. Die haben ja alle begrenzte Aufladungen. Das ist doch kacke. Oder kann ich den einfach anlegen und hab dann... Was einfach... Jetzt haben wir den Feuerball wieder. Die aber nicht nutzen können, wegen der Aufladung. Verstehe. Geht nicht. Ich kann nichts machen.
Ja, geh mal vor. Verfehlt. Na sowas. Nicht genügend Aktionspunkte. Verfehlt. Na los, weiter. Gewährt für 2 Runden Körperstärkung. Ja, dann nehmen wir das doch. Was auch immer Körperstärkung ist, keine Ahnung. Können wir angreifen? Natürlich nicht. 1 Punkt zu wenig. Du kannst aber, oder? Warum, das triffst du? Immer noch nicht genug. Roderick. Oh, wir können wieder das hier nutzen. Du kannst trotzdem nicht hauen, ne? Du kannst aber näher rangehen. Und wir können nicht wirklich viel machen. Drei Punkte. Und? Endlich. Tada! Okay, die ganzen Pfeile darf Bärdotter jetzt einsammeln. Die dicke Robe, die darf Jahan haben. Seine hätte aber bessere Werte. Okay. Dann nimmst du... Warum hat er die Robe nicht genommen? Die Krabbenschere nimmst du auch. Und wir suchen weiter nach Schaltern. Oder Hebeln, eher gesagt. Eventuell sollten wir auch mal eben alle durchheilen. Du heißt dich mal auch bitte selber. Hallo? Dann würde ich auch sagen, beenden wir die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.